Und ja, gucken wir mal. Geil. Ich schreie mich weg. We are entering the third period. Based on the first two, what are you expecting to happen? Revelations a bounce away from getting great. So, letzter Drittel läuft. One area of concern has been their time of possession. They have not had their puck a lot in this game. Still somebody in the box as this period starts, so the penalty kill will have to be strong. We're underway. Revelations back to play in their own end. Also was richtig nice ist, dass die Spieler nicht mehr so umfallen, wie die fliegen. Ja, lässt er sich austanzen, weil es ist ja ein Verteidiger, der nicht gesteuert wird. Deswegen haben die es da auch so leicht zwischendurch immer. Aber so ist das nun mal. Was soll man machen, ne? Er gewinnt kein Bulli. Nun mal, irgendwas. Wir müssen rein ins Drittel. Einen gefährlichen Torschuss von mir tatsächlich mal. Leider ist er nicht reingegangen. Es gab ihm mal die Regel, dass man den Puck nicht länger als eine Sekunde in der Hand halten sollte, am Schläger halten sollte und dann immer schon der Pass kommen muss. Weg. Schön. Also die, das nenne ich übrigens jetzt wirklich Körper, diese Real Physics. Denn das ist absolut korrekt, was die hier machen. Das ist richtig. Also man spürt quasi die ach, ist ja Hammer. Ist echt der Hammer. Just recently another goal, and so the lead is two. 13th Amendment recoiling back in their own end. Hier sage ich es auch nochmal. Leute, ich brauche eure Abos bei YouTube. Das ist ganz wichtig. Und Likes, wenn euch das gefällt, wenn ihr mehr sehen wollt davon. Ich werde bei NHL 16 wieder sehr, sehr aktiv sein. Und vor allen Dingen auch stundenlang die Foren durchblättern, was es an Tipps und Tricks gibt. Das ist das A und O bei solchen Games, dass man viel, viel mitkriegt. Gerade wenn wieder irgendein Update kommt und daraufhin irgendwelche Taktiken umgestellt werden müssen, ist super wichtig. Da muss man immer gut dabei sein. Immer im aktuellen Stand. Und das sind halt solche Sachen. Mache ich alles, bin ich gerne dafür bereit. Aber dafür brauche ich dann halt auch wirklich Interesse. Sonst macht man das halt für die Wand. Und das ist halt wirklich, wirklich schwer, da die Motivation aufrechtzuerhalten. Weil vor allen Dingen gerade, wenn ich Sachen auf Deutsch mache, mein Englisch ist nicht das Beste. Aber dennoch werden mehr Sachen geguckt, wenn ich es auf Englisch mache. Klar, weil viele ja, keine Ahnung, auch nicht nur Amerikaner das dann gucken, sondern auch halt mal, ja, Russen habe ich viele gehabt oder auch, ja, aus allen möglichen Ländern. Da waren Länder bei, die habe ich noch nie gehört in meinem Leben. Schuss. Schöner Handgelenkschuss hier von mir. Hat er leider gehalten.
Oh, man kann die wunderbar blocken. Das ist ja spitze. Ja, nice. Das ist ein schönes Spiel, das macht gerade richtig Bock. Ja, die fallen einfach kaum noch um die Jungs. Das ist genau das Richtige. Man ist sich bei dem 5-on-5 Gameplay ist man sich so über den Haufen gerannt die ganze Zeit. Für uns 2 Minuten vom Ende. Hervorragend. So, jetzt müssen wir noch eins machen, Jungs. Kommen wir nicht rum. Schönes Powerplay spielen und vor allem beim Bulli gewinnen. Nee. Der Gegner scheint da richtig gut am Bulli zu sein. Nichts für dich machen hier. Und jetzt geht nochmal die Linie hoch. Einer nur. Boah, ist ein Save vom Goalie hier. Fuck. Da rutscht er mir weg. 15 Sekunden nur noch. Das ist gelaufen. Nehme ich mal an. Ist nochmal weg. Das gibt oh. Jo, jetzt ist vorbei. War ein schönes Spiel. Und ich würde sagen, ich werde jetzt erstmal das Game verlassen. Und dann mal schnell ein paar Sachen rendern, damit ihr morgen auch schon reingucken könnt, bevor ihr loslegt. Ich weiß nicht, ob alle reinkommen werden. Ich habe jetzt Glück gehabt, auf jeden Fall, dass ich mitmachen durfte. Müsst ihr mal gucken, ob ihr das macht. Ich werde auf dem Laufenden halten. Ich habe das Wochenende glücklicherweise frei, das heißt, ich kann einiges machen. Lasst mir eure Meinung da, schreibt mir Kommentare drunter, was ihr sehen wollt. Ich mache das, das ist überhaupt kein Ding. Dann passt das auch, ja. Ich muss halt nur irgendwie eine Resonanz haben von euch, dass da halt das Interesse besteht, sonst mache ich wieder was anderes. Aber ich wollte eigentlich NHL 16 richtig intensiv, gerade dann auch für den deutschsprachigen Raum zur Verfügung stellen. Und ja, so würde ich sagen, läuft das. Ach guck mal, das andere Spiel ist abgebrochen worden, das haben wir nicht gewertet gekriegt, das ist ja super. Na gut, das war es jetzt erstmal soweit von der eSports Hockey League. Und ich setze mich jetzt ran, wie gesagt, render das und ich werde, ja, machen. Ich guck mal einfach, wie gesagt, sagt mir irgendwas und dann läuft der Hase. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Tag. Ciao, ciao, euer Stifler.